Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Star Wars Review hier auf Starblade.de. Und ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass die Star Wars Reviews in den letzten Tagen vermehrt auftraten. Das hat natürlich einen kleinen Grund, denn jetzt die Tage kommt so ein komischer Film ins Kino auf irgendwas unbekannt. Ich glaube, kennt kein Schwein, irgendwie Star Wars, Force Awakens oder sowas. Nein, Quatsch, jedenfalls habe ich das dann zum Anlass genommen, halt jetzt auch dementsprechend so ein bisschen Countdown-mäßig daraufhin vorzubereiten mit massig Star Wars-Videos. Und ich halt natürlich auch jetzt eine Menge Star Wars hier angesammelt habe. Dadurch, dass ich nämlich momentan auch so ein bisschen, ja, natürlich in voller Vorfreude auf den Film bin und ja, das dann halt auch so ein bisschen mit in die Videos reintragen wollte, und das Ergebnis seht ihr halt jetzt auch heute wieder. Denn ich habe mir auf der German Comic Con, auf der ich mit Lockdown war, wo ich auch mit, wo auch andere YouTuber waren, wie zum Beispiel Chris Tament, Silent Mike und Dark Schnegge, das Video poste ich hier oben in die Infobox rein, könnt ihr gerne mal reingucken. Und ja, den Kerl habe ich, wie gesagt, auf der Comic Con gekauft. Eigentlich wollte ich außer Kylo Ren keinen Funko Pop aus der Star Wars Reihe. Nicht, weil ich die nicht mag, sondern einfach, weil es halt sonst zu viel wird, weil ich auch noch Marvel sammle. Dann haben wir noch ein Fräulein Lux hier, My Little Pony und Disney, und das wird irgendwann sonst echt zu viel. Wir haben schon hier zu wenig Platz. Jedenfalls, BB-8 musste mit, denn ich habe so ein bisschen ins Auge gefasst, weil meine Tochter totaler Fan von BB-8 ist. Jedes Mal, wenn irgendwie ein Trailer kommt, sitzt sie hier auf meinem Schoß und ruft BB-8, BB-8, BB-8. Und da dachte ich mir, mache ich ihr eine kleine Freude und bringe den von der Comic-Con mit. Und ja, wir gucken uns kurz mal hier die Verpackung an. Die sieht ziemlich cool aus. Wir haben hier innen drin das Logo von der First Order. Ich mach mal. Nicht so gut. Jedenfalls, das Logo sieht wahnsinnig gut aus, erinnert mich sehr an das Logo des Imperiums aus der alten Trilogie und an das Darkseid-Logo aus, wie heißt das jetzt, Old Republic aus dem MMO. Ja, jedenfalls haben wir hier oben Funko Pop, Star Wars Nummer 61, BB-8, hier ein Artwork von BB-8, hier auf der Seite nochmal BB-8 und der Kopf, hier auf der Rückseite noch die anderen Figuren aus der Serie, unter anderem Rey, Finn, Kylo Ren, den ihr ja schon gesehen haben solltet. Wenn nicht, könnt ihr es auch gerne nachholen, hier oben dann in der Infobox der Link zu Kylo Ren. Hier oben auf der Seite nochmal BB-8 als Artwork und hier oben, ne, so, und unten bitte nicht dran lutschen. So, das Inlay habe ich irgendwo verlegt, denn ich war so euphorisch, meiner Tochter den kleinen Kerl zu zeigen, dass ich das einfach nur ausgepackt habe und irgendwo hingelegt habe und bis dann noch nicht wiedergefunden habe seitdem. Und das hier ist der kleine Kerl, gefällt mir auf den ersten Blick wahnsinnig gut. Was mich extrem wundert, dann kann man übrigens von der Base hier abnehmen, was mich extrem wundert, ist das Gewicht. Der ist sehr schwer und weitaus schwerer als zum Beispiel Kylo Ren. Was ich darin vermute, ist halt, dass dieser Körper, dieser Torso von BB-8 innen drin halt nicht hohl ist, sondern dass es halt wirklich ein durchgehendes Stück Plastik ist, was ich sehr bemerkenswert finde auch. Und ich denke, daran resultiert dann halt auch das Gewicht. Jedenfalls ist er halt ein Bobblehead, das heißt, er hat hier am Kopf so eine Feder. Der Kopf ist jetzt sehr nah am Körper, was ich aber jetzt nicht schlimm finde. Dadurch ist das Wackeln halt jetzt nicht so krass wie jetzt bei anderen Funko Pop Bubble Heads, aber ich finde es ausreichend. Die Base hat zudem einen anderen Stecker als jetzt zum Beispiel die Base von Kylo Ren. Die Star Wars Figuren kommen alle mit Base. Ich denke mal, es wird eine Eigenart von Lucasfilm sein, die gesagt haben, hier, wir wollen an unseren Figuren das Star Wars Logo dran haben. Kylo Ren ist ja natürlich hier richtig Heavy Metal Headbanger im Vergleich zu BB-8. Größentechnisch passt es eigentlich ganz gut. Ich finde, das ergänzt sich ganz gut. Ich hätte es irgendwie komisch gefunden, wenn BB-8 größer gewesen wäre. Der Paintjob an meinem BB-8 ist soweit echt in Ordnung. Ich habe da jetzt keine groben Mängel feststellen können. Sieht sehr schick aus, farblich sehr gut getroffen, wie ich finde. Was ich auch ganz cool finde, ist halt, dass er so eine leichte Schräge hat auf der Base. Das sieht halt aus, als wäre er gerade in Bewegung, nicht als würde er da steif irgendwie unbewegt stehen. Was mir halt ganz gut gefällt. Natürlich kann man den Kopf halt auch ein bisschen drehen. Muss man halt ein bisschen rumexperimentieren, wie es dann mit der Feder passt. Dass ihr da die Feder jetzt auch nicht irgendwie überspannt oder sowas. Jedenfalls eine sehr coole Figur. Wie gesagt, ich wollte ihn eigentlich so direkt nicht sammeln, weil ich halt Kylo Ren geholt habe, weil ich großer Kylo Ren-Fan bin.
Aber alles in allem eine sehr coole Figur und ich bin auch ganz glücklich, dass ich mir geholt habe. Und da kommt schon meine Tochter an, die gerade BB-8 sieht. Und ja, definitiv eine sehr coole Figur, kann ich so empfehlen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst. Wenn ihr ein Abo da lasst und ja, sonst auch mal in die anderen Videos reinschaut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und ich gebe meiner Tochter jetzt ihren BB-8 wieder. Bis dann! Das war's auch schon wieder für heute. Doch kein Grund zu verzweifeln, denn auf unserem Kanal findest du noch viele weitere Videos, die das Nerdherz höher schlagen lassen. Und wer weiß, vielleicht ist etwas dabei, was du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn dir das nicht reicht, schau doch mal auf unsere Internetseite starblight.de. Dort findest du unser großes Forum, News, Infos zu Kinofilmen, Videospielen und Serien und natürlich vieles mehr. Starblight.de. Von Nerds für Nerds.